Hier ist der Operationsplan. Was ist das? Der neue Gleitzug, Sir. Ja, richtig. Sehen Sie, hier befindet sich momentan die Hood und hier die Prince of Wales. Sie haben Scapa Flow verlassen, vor ungefähr 40 Stunden. Hier liegt die Repulse, hier der Flugzeugträger Victorious und hier King George. Diese drei sind vor 17 Stunden ausgelaufen. In diesem Abschnitt befinden sich die Kreuzer Arethusa, Manchester und Birmingham. Hier in der Straße von Dänemark unsere Kreuzer Suffolk und Norfolk. Wie Sie zugeben werden, ist unsere Kreuzersperre vollkommen unzureichend. Man müsste sofort Aufklärer einsetzen. Bei diesem Wetter sind Aufklärungsflüge leider zwecklos. Ja, natürlich, das wissen wir. Wir nehmen an, dass die Bismarck in Begleitung der Prinz Eugen versuchen wird, in den Nordatlantik vorzustoßen. Aber wir wissen weder wo, noch wissen wir wann. Sollte es hier sein, oder hier, müssen die Repulse, die Victorious und King George hier in Aktion treten. Wenn sie hier durch die Dänemarkstraße kommen, müssten die Hood und die Prince of Wales sie stellen. Zeitlich könnten sie es schaffen. Beide gehören zu unseren größten Schiffen. Aber die Wales ist neu. Sie ist erst vor kurzem in Dienst gestellt worden. Und die Besatzung ist noch nicht vertraut mit ihr. Aus diesem Grunde ist es sogar erforderlich, dass sie mehrere Ziviltechniker an Bord behält. Jedenfalls wäre die Bismarck für die beiden Schiffe ein harter Brocken. Verzeihung, der Lord der Admiralität wünscht Sie zu sprechen. Ich komme. Vielen Dank, Captain. Bitte sehr. Ja, Sir. Jawohl. Wird sofort veranlasst. Commander Richards, wer löst Sie ab? Dexter, Sir. Er ist noch nicht da. Er verspätet sich, aber das macht mir nichts aus. Mir aber. Sagen Sie ihm, dass er die nächsten drei Nächte Dienst hat. Mein lieber Tom. Herein. Ich glaube, eine Tasse Tee wird Ihnen gut tun, Sir, wenn Sie so lange arbeiten. Was treiben Sie denn noch hier, Miss Davis? Ich dachte, Sie hätten frei. George Simpson hat Grippe und ich bin für ihn eingesprungen. Aha, danke. Würden Sie das bitte ablegen? Ich hörte, oben ist gerade ein Fliegerangriff. Schlimm? Ich glaube nicht. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Familie? Ich habe hier keine Familie. Mein Vater lebt jetzt in Kanada. Aha. Ich habe gedacht, dass Sie verheiratet wären. Nein, Sir. Das bin ich nicht. Das wundert mich aber, wenn ich offen sein darf. Wir hatten vor, im vergangenen Jahr zu heiraten, aber es ist anders gekommen. Sie haben sich getrennt? Er lag bei Dünkirchen und wurde als vermisst gemeldet. Genau vor einer Woche war es ein Jahr her. Er war ein wunderbarer Mensch. Offen, ehrlich. Ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Wir waren sehr glücklich. Tut mir leid. Es erleichtert, wenn man einmal über diese Dinge spricht. Finden Sie nicht? Nein, das finde ich nicht. Ich bin der Ansicht, es bewirkt genau das Gegenteil. Gefühle kann man sich nur in Friedenszeiten leisten. Im Kriege sind sie unangebracht. Man kann seine Gefühle nicht einfach abschalten, nur weil Krieg ist. Man kann nicht alles Persönliche vergessen. Doch, das kann man. Operationsabteilung? Es handelt sich um Folgendes, Jonathan. Dexter ist gerade zu mir gekommen, weil er etwas auf dem Herzen hat. Es geht um seinen Nachtdienst. Ja, ich weiß Bescheid. Ich habe ihn für die kommenden drei Nächte zum Dienst eingeteilt. Seine Braut ist Krankenschwester bei der Armee und hat für morgen Abend Abmarschbefehl nach Portsmouth. Würden Sie mir bitte erklären, was es mit Dexters Dienst zu tun hat, wenn diese junge Dame nach Übersee kommt? Können Sie nicht ausnahmsweise freistellen? Ich bin nicht bereit, bei irgendeinem Offizier eine Ausnahme zu machen. Ganz gleich aus welchen Gründen. Am allerwenigsten aus privaten Gründen. Als Offizier hat man Disziplin zu wahren. Es tut mir leid, Dexter. Danke, Sir. Übrigens, an Bord der Bismarck befindet sich der deutsche Flottenchef. Admiral Günther Lütjens. Lütjens? Kennen Sie ihn? Oh ja, ich kenne ihn. Einer seiner Kreuzer hat mein Schiff versenkt. Oh, na dann wird er Sie ja ganz besonders interessieren. Was ist man das am Apparat? Danke, Captain. Ja, ich verbinde. Ja, Captain. Der Kommandant ist wichtig. Richards, lassen Sie in meinem Büro ein Bett aufstellen. Ja, Sir. Und bringen Sie mir sofort den letzten Lagebericht über sämtliche Schiffe im Nordatlantik. Ja, Sir.
Kann man in diesem Gebiet schon wieder Aufklärer einsetzen? Nein, das Wetter ist immer noch zu schlecht. Zwei Kreuzer in der Straße von Dänemark. Was ist mit der Suffolk? Wir haben seit heute Morgen nichts von ihr gehört. Sie schweigt wie ein Grab. Kurs ändern auf 190. Steuerbord 1,5. Steuerbord 1,5, Sir. Ja. Ja, Sir, in Ordnung. Verdammter Mist. Dieser blöde Nebel. Du guckst dir die Augen aus und siehst nichts als Brühe. Wer weiß, wie lange noch. Plötzlich haben wir die Bismarck vor der Nase. Ich habe gehört, ihre Panzerung soll über einen halben Meter stark sein. Wer hat das gesagt? Der Geschützoffizier. Er hat gesagt, unsere Granaten würden ihr nicht mehr ausmachen, als wenn wir sie mit Backpflaumen bombardierten. Ich wollte mich, würde einer mit Backpflaumen bombardieren. Schiff, Steuerbord 4,5. Zwei Schiffe, Steuerbord 4,5. Hartbackbord, volle Kraft voraus. Hartbackbord, volle Kraft voraus. Sollen wir Verfolgung aufnehmen? Kurs 1-3 beibehalten. Kurs 1-3 beibehalten. Bootsmann. Sir. Meldung an Admiralität. Bismarck mit Kreuzer gesichtet. Kurs Süd-Südwest. Geben Sie unsere Position an. Die genaue Länge und Breite, aber sofort. Für den Fall, dass wir von der Bismarck angegriffen werden. Aye, aye, Sir. Am Radar genau aufpassen. Radar klar zum Peilen. Meldung von der Suffolk, Sir. Feindberührung. Man hat sie ausgemacht. In der Straße von Dänemark. Die Bismarck und einen schweren Kreuzer. 6645 Nord, 26 West. Hier sind Sie. Mit südwestlichem Kurs. Endlich genaue Angaben. Informieren Sie den Lord der Admiralität. Jawohl, Sir. Zum Glück haben wir in diesem Raum ein paar schwere Schiffe. Stellen Sie fest, wie lange die Hutt und die Prince of Wales bis zu diesem Punkt brauchen. Ja, Sir. Sir, eine Meldung von der Norfolk. Die Norfolk und die Suffolk sind ebenfalls dort. Im dichten Nebel halten sie Radarverbindung mit dem Feind. Hoffentlich funktioniert diesmal die Radaranlage. Es wäre doch durchaus denkbar, dass die Bismarck versucht, sie anzugreifen. Nein, dazu ist Lötchens viel zu klug. Im Gegenteil, er wird eher versuchen, sie abzuschütteln. Der Kurs... So, ich mach mal Stopp. Also, die Suffolk hatte das modernste Radargerät aller beteiligten Einheiten an Bord. Reichweite ca. 24.000 Meter. Etwa eine Stunde, nachdem Suffolk auf die deutsche Kampfgruppe traf, erreichte HMS Norfolk, den deutschen Verband. An Bord befand sich Rear Admiral Wake Walker, das war der Befehlshaber des ersten Kreuzergeschwaders. Bismarck eröffnete sofort mit der schweren Artillerie das Feuer, schoss 5 Salven ab, erzielte aber keine Treffer, sondern nur Splitterwirkung. So. Bismarcks vorderes bzw. das Funkmessgerät auf dem Hauptartillerieleitstand fiel durch die Erschütterung des eigenen Feuers aus. Um weiterhin nach vorne aufklären zu können, befahl Admiral Lütjens einen Nummernwechsel. Das heißt, Prinz Eugen setzte sich mit seinem intakten Funkmessgerät an die Spitze des Verbandes, um nach da aufklären zu können. So, dann habe ich mir noch notiert, anders als im Film dargestellt, hat Lütjens trotzdem in der Nacht, so gegen 22 Uhr, gewendet, um einen der verfolgenden Kreuzer artilleristisch niederzukämpfen. Er hätte normalerweise auf die Suffolk treffen sollen, die hat aber aufgrund des Radargeräts, also durch die Ortung, hat sie das bemerkt und konnte entweichen. So, dann machen wir mal weiter. 1-3-0, wenn Sie versuchen, der Bismarck den Weg abzuschneiden, dann würden Sie etwa hier zusammentreffen. Ungefähr hier, Sir. Der Kurs liegt bei 1-3-0. Vorausgesetzt, dass wir mit voller Geschwindigkeit laufen. Vor Tagesanbruch möchte ich keine Feindberührung. Wie sieht es aus, wenn wir beim Morgengrauen auf Sie stoßen? Mit 27 Knoten, Kurs 295, erreichen wir Sie beim Morgengrauen. Also gut, ich entscheide mich dafür. Ja, Sir. Meldung an die Prince of Wales. Ja, Sir. Noch eine Frage, Sir? Signal von der Hood, Sir.
Geschwindigkeit 27 Knoten. 200 Umdrehungen. 200 Umdrehungen. Weitere Anweisungen des Admirals folgen. In Ordnung. Wilson? Sir? Sagen Sie dem Captain, wir gehen auf 27 Knoten. Weitere Anweisungen des Admirals folgen. Also. Wilson? Sir? Haben Sie mal gehört, wie es den Zivilarbeitern bei uns gefällt? Bis jetzt sind Sie noch hellauf begeistert. Diese scheiß Hängematten. Ich habe darin noch keine Minute schlafen können. Ich würde dir raten, mal mit dem Captain zu sprechen. Vielleicht stellt er dir ein Ehebett auf. Aber sehr witzig. Einen feinen Saftladen habt ihr hier. Nicht mal telefonieren kann man und seiner Frau sagen, was los ist. Die steht jetzt schon mit dem nassen Lappen hinter der Tür. Die denkt bestimmt, dass ich fremdgegangen bin. Schade, dass es nicht stimmt, was? Das hier glaubt sie mir nie. Ich möchte bloß mal wissen, wohin wir fahren. Und was das bedeutet, dass wir mitten in der Nacht plötzlich viel schneller werden. Hier spricht der Kapitän. Die Bismarck ist in der Straße von Dänemark gesichtet worden. Sie ist auf dem Weg in den Nordatlantik. So, ich mach nochmal Stopp. Bei dem hier gezeigten Schauspieler handelt es sich um Esmond Knight, 1906 bis 1987. Er spielt den Kommandanten der Prince of Wales, Captain John Leach. Esmond Knight war tatsächlich an Bord der Prince of Wales während des Islandsgefechts. Er diente als Lieutenant Royal Naval Volunteer Reserve. Seine Gefechtsstation befand sich auf dem ungeschützten Flakleitstand oberhalb der Brücke. Durch den 38 cm Treffer der Bismarck wurde er vorübergehend blind und konnte nach der Heilung nicht mehr richtig sehen. Er arbeitete ab 1943 wieder als Schauspieler und spielte, wie gesagt, 1960 in diesem Film den Kommandanten Captain Leach. So, ich gebe jetzt nochmal ein Fazit zu Teil 2a und 2b. Also, was im Film überhaupt nicht erwähnt wurde, sind die drei begleitenden deutschen Zerstörer. Z10 Hans Lodi mit dem Flottillenchef der 6. Zerstörerflottille, Fregattenkapitän Alfred Schulze-Hinrichs an Bord, Z16 Friedrich Eckold und Z23. Die drei Zerstörer haben den deutschen Verband bis 4 Uhr morgens des 22. Mai bis auf die Höhe von Trondheim begleitet. Danach sind sie nach Norwegen abgedreht. So, nächster Punkt. Bismarck hat vor Bergen keinen Treibstoff übernommen. Dort war auch keine Übernahme eingeplant. Prinz Eugen mit dem geringen Fahrbereich hat in der Kalvanesbucht bei dem Tanker Wolin gebunkert. Ursprünglich war geplant, dass der Verband nochmal im Nordmeer bei dem Tanker Weißenburg, also bunkert. Nach dem Auslaufen aus Bergen verschlechterte sich aber das Wetter, also es begann zu regnen, das war natürlich gut für den Durchbruch in den Atlantik, deshalb verzichtete Lütjens auf das Nachbunkern bei der Schiffe bei der Weißenburg im Nordmeer und brach deshalb direkt durch die Dänemarkstraße in den Nordatlantik durch. Er wurde bestärkt dadurch, dass ihm von der Luftaufklärung Fotos von Scapa Flow vorlagen, die den Eindruck vermittelten, dass sein Auslaufen aus Bergen von den Briten bisher noch nicht bemerkt wurde. In Wirklichkeit hatte aber das Gros der Home Fleet Scapa Flow bereits verlassen, um ihn zu jagen. Im Nachhinein wirkte sich natürlich das Unterlassen der Brennstoffübernahme bei dem Tanker Weißenburg als grober Fehler heraus.